Ich bin auf diesem Kanal nicht unbedingt bekannt als der große Fan von realistischen Rennspielen. Generell so realistische Spiele. Ich bin eher so der, der auf Funracer steht oder auf FutureRacers.de steht. Ich spiele gerne Mario Kart oder halt F-Zero oder solche Sachen. Aber ab und zu muss man auch mal einen Blick in eine andere Richtung werfen. Und wie ihr vielleicht im Titel schon seht, umgibt tatsächlich Gran Turismo ein großes Problem. Pass auf. Mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass wenn ich etwas vernehme, wenn ich das große wilde Schreien des Internets wahrnehme, dass ich dann auch wirklich einen Blick dahinter werfe. Das ist mir, das klingt jetzt der Moralapostel oder so, aber mir persönlich war immer ganz wichtig, dass ich mich nicht eben auf diese Twitter, auf dieses Twitter-Niveau begebe und alles, was ich lese, einfach direkt schreie, direkt glaube, ohne das wirklich zu hinterfragen. Und als ich halt gesehen habe, dass Gran Turismo gerade, ich glaube, eine 86 auf Metacritic hat, aber einen User-Score von 1,8 zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, kann jetzt schon wieder verändert worden sein, da ist das dann schon mal auf jeden Fall irgendwie neugierig. Und dann habe ich mir diese ganzen Reviews durchgelesen, diese ganzen Wertungen, die sie auf Metacritic da eben so rausgehauen haben. Und ich habe hunderte von Reviews gelesen, die eigentlich alle dasselbe sagen. Das erste Problem ist das Always-On und das zweite Problem ist, und dazu kommen wir gleich, dass sie etwas an diesem Spiel gemacht haben, nachdem es für die Reviews rausgegeben wurde. Lass einfach mal ganz kurz für mich abhandeln, wie fand ich das Spiel denn jetzt? Wir haben uns das Spiel tatsächlich angeguckt. Ich habe mir das Spiel geholt, auch weil ihr einfach es mal ganz cool fandet, dass ich einfach mal was anderes spiele. Dass ich einfach auch mal wieder, und ich mache das wie gesagt sehr gerne. Ich will meinen Blick, auch wenn ich sage, ich bin kein großer Fan von Spielen dieser Art, trotzdem einen Blick drauf werfen und trotzdem meinen Horizont immer erweitern, damit ich eben auch über möglichst viele verschiedene Dinge sprechen kann. Ich muss tatsächlich sagen, das reine Spiel an sich hat mir an sich ganz gut gefallen. Das Problem ist halt, dass es nicht unbedingt meinen Geschmack trifft. Aber ich war schon immer zum Glück in der Lage, ein bisschen selbstreflektiert daran zu gehen. Und heute hole ich irgendwie meine ganzen, ja, ich kann das und ich kann das. Nein, aber es ist schon immer mir wichtig gewesen, dass ich auch, selbst wenn ich etwas an einem Spiel nicht mag, dass ich es dem Spiel nicht zum Vorwurf mache, sondern dass ich dann sage, okay, das ist einfach nicht so mein Fall. Und Gran Turismo ist halt ein eher realistisches Rennspiel, eine Rennsimulation. Das heißt, du fährst halt auch wirklich so, wie du im realen Leben fahren würdest. Das heißt, das Auto schlägt mal aus. Das Auto kann eben keine krassen Kurven fahren. Du musst in engen Kurven halt hart abbremsen, damit du da auch wirklich rumkommst. Mit dem Auto überall gegenbashen ist auch nicht unbedingt immer die beste Idee. Und generell fährst du halt nicht mit 1000 km/h. Sondern du fährst am Anfang vielleicht mit deinem Auto mit 120 oder maximal, wenn du beschleunigen kannst, 150, bis du das schnellere Auto mal irgendwann bekommst. Außerdem hast du nicht am Anfang sofort einen Ferrari und einen Lamborghini, sondern du musst halt erstmal anfangen und dich hocharbeiten. Und all das ist halt sehr realistisch und ich hatte halt schon immer das Problem, wenn etwas halt super realistisch ist, der Realismus aber eher langweilig, dann empfinde ich das Spiel halt auch als langweilig und denke mir nicht, oh, das ist ja cool realistisch. Ich gebe also mal so ein Beispiel, wenn halt ein Evolutionsspiel, ja, Evolution oder hier Civilization oder sonst wie, wenn das halt 100% akkurat ist, dann ist es langweilig, weil es viel zu lange dauert. Oder halt Death Stranding hatte eine super realistische Grafik und eine richtig, richtig realistische, karge Ögebärtlandschaft aus, keine Ahnung, wo das spielen soll. So, dann ist es aber eine karge Ögebärtlandschaft und das empfinde ich dann als langweilig. Super realistisch. Aber öde. Und das habe ich hier halt auch immer das Problem bei diesen Simulationen oder realistischen Rennspielen. Aber es ist gut gemacht, versteht ihr? Es war wirklich gut gemacht. Das Gameplay hat gepasst. Ich bin auch so ein bisschen reingekommen, habe ein paar Tipps bekommen und dann ging das. Wir haben uns ein besseres Auto gekauft, sind dann halt so langsam rein und dann haben wir halt immer weitergespielt. Und dann haben wir halt uns genug Geld zusammengesammelt durch das Gewinnen von Rennen, um mir meinen Dodge Viper zu holen. Und das Auto war viel, viel schneller. Und es hat mir persönlich viel, viel mehr Spaß gemacht, dann auch ein paar geilere Rennen zu fahren, wirklich zu merken, dass man schneller ist. Und dann hätte ich weiterfahren können und hätte mir vielleicht mal einen Lamborghini gekauft. Also ich habe 112.000 ausgegeben. Und ja, das Problem, ein Problem hat dieses Spiel für mich persönlich. Der Anfang ist super zäh. Der Anfang ist super, super langweilig. Man muss ein super ätzendes Tutorial durchspielen, in dem man halt eigentlich im Endeffekt ganz viel Blabla haben muss. Und was ich persönlich, was für mich überhaupt nicht klar geht, das ist tatsächlich, dass das Anfangsintro nicht übersprungen werden kann. Und da reden wir von 10 Minuten.
Du musst am Anfang dir die Credits angucken und dann noch so ein langes Intro. Und das musst du dir alles 10 Minuten angucken, bevor du überhaupt das Spiel spielst. Und davor spielst du noch so ein komisches Musikfahrlevel und dann noch bla bla. Also es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich überhaupt das erste Rennen fahren durfte. Das ist irgendwie komisch. Und dann ist das nächste große Problem, und da haben sich die Leute drüber aufgeregt, es hat Always On. So, jetzt sind aber leider am ersten Tag die Server down gewesen. Und zwischendurch auch immer mal wieder die Server down gewesen. Und dann konntest du das Spiel nicht spielen, weil es eine Always-On-Funktion hat. Und ich persönlich finde es absolut zum Kotzen und absolut daneben und scheiße, wenn ein Singleplayer-Spiel einen Always-On-Modus hat. Das heißt, du kannst nicht mit deiner PlayStation einfach mal für dich in Ruhe spielen, ohne dass das Ding am Internet sitzt und Verbindung zu den Servern hat, was ja auch das Problem ist. Always-On bei Singleplayer-Titeln ist eine absolute richtige Scheiße. Aber gut, das viel größere Problem. Und jetzt kommen wir an den Punkt, den ich persönlich überprüfen wollte. Denn das Argument, was in all diesen tausenden Nachrichten stand, die ich mir durchgelesen habe, ich habe mir nicht alle tausend durchgelesen, es waren 5000 Nachrichten, ich habe mir locker 100 durchgelesen. Dieses Spiel wurde gepatcht oder geupdatet oder wie auch immer man das nennen will. 1,5 Wochen nach Release, nachdem die Reviews draußen waren. Und die Belohnung der Rennspiele wurden halbiert. Es gibt Videos dazu, die halt ganz genau aufzeigen, wie grindy das Spiel vorher sowieso schon war, weil es Autos gibt, die 10 Millionen kosten. Dann gibt es aber auch Aussagen oder halt wurden Rennen aufgezeigt von anderen, die gezeigt haben, okay, es gibt aber gewisse Rennen und die kann man halt immer wieder fahren, wo ich mir dann schon denke, okay, aber da ist ja schon das Problem. Also wie grindy soll ein Spiel denn sein? Und dann haben sie anscheinend festgestellt, die guten Entwickler von Polyphony Digital, was, by the way, ein 100%iges Sony Studios und Tochterunternehmen ist, das also quasi, ne, hier First Party Studio von Sony, das Ding wurde von Sony entwickelt und das Ding wurde von Sony gepublished. Das Ding hier geht voll auf Sonys eigene Kappe und dann haben sie die Belohnung für die Rennen halbiert. Sie haben ein recht grindiges Spiel, was Microtransactions hat, damit du eben für echt Geld Credits bekommst im Spiel, mit denen du dann wiederum Autoteile oder Autos oder Tuningmaterial kaufen kannst. Das heißt, es war sowieso schon vorgesehen, bei einem Vollpreistitel, bei einem 80 Euro zu Launch, mittlerweile ein bisschen günstiger, aber ungefähr 60 Euro Vollpreistitel, war von vornherein vorgesehen, dass es Microtransactions gibt. Okay, denke ich mir mal erstmal so, muss ja nicht per se schlecht sein. Bei Tales of gab es auch Microtransactions, die man hätte nutzen können, aber das Spiel konnte man auch super ohne spielen. Für die Ungeduldigen, die halt unbedingt sagen, ja, aber ich will halt direkt OP sein, ich möchte das Spiel noch schneller spielen, als es der Easy-Modus mir sowieso erlaubt, die können halt dafür noch Geld ausgeben. Und da sage ich mir, okay, dann mach das. Bandai Namco freut sich, die können damit dann mehr Spiele entwickeln und die ganz Ungeduldigen, die geben halt noch extra Geld aus für Cosmetics oder für irgendwelche Sachen, die ein normaler Spieler gar nicht braucht. Wenn sie unbedingt in irgendeinem Badeanzug das Spiel durchspielen wollen, okay, sollen sie machen. Oder wenn sie komplett OP sein wollen am Anfang, direkt mit Level 30 den ersten Boss und so. Das ist ja erstmal nicht das Problem. Solange das Spiel nicht so grindy ist, dass es ohne diese Microtransactions keinen Spaß macht. Ja? Das Problem hatte ich ja zum Beispiel mit Assassin's Creed Odyssey. Mein Spielgefühl war halt so, dass ich gespielt habe und ich bin andauernd an Levelgates gestoßen. Ich war ständig unterlevelt, ich konnte ständig Bosse nicht töten oder Gebiete nicht betreten, weil ich unterlevelt war. Und dann wurde ich zum Grinden geschickt. Und dieses Spiel wurde so ekelhaft grindy und dann sind halt immer wieder diese Microtransactions aufgeploppt. Kauft ihr doch Level, kauft ihr doch einen XP-Booster. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass das Spiel eben bewusst grindy gemacht wurde, damit der Spieler eher dahin tendiert wird, Geld auszugeben für das Spiel. Und das finde ich nicht gut. Aber ist es denn jetzt hier der Fall bei Gran Turismo? Schwierig für mich jetzt an dieser Stelle zu beurteilen. Ich habe das Spiel gespielt 3 Stunden lang. Und ich persönlich habe einen guten Fortschritt gespürt. Ich habe Geld bekommen für die Rennen und ich konnte mir nach den 3 Stunden Spielzeit einen Dodge Viper kaufen. Und das ist ein richtig schönes, richtig gutes Auto. So, jetzt gibt es halt aber leider verschiedene Cups. Das heißt, ich brauche dann auch ein Auto, was nicht aus den USA stammt, sondern aus Japan, aus Europa und so weiter. Aber gut, ich habe ja gerade mal 3 Stunden gespielt. Nehmen wir mal an, ich spiele weiter und dann kann ich mir irgendwann ein Lamborghini kaufen. Dann habe ich auch ein italienisches Auto. Und dann hole ich mir irgendwann so einen richtig geilen getuten Nissan, keine Ahnung. Ich hätte es hinbekommen und ich empfand das Spiel nicht als so besonders grindy in den ersten 3 Stunden. Ich habe ein gutes Erfolgserlebnis gespürt in den ersten 3 Stunden und es hat Spaß gemacht.
Jetzt kamen halt wiederum andere, die, wie gesagt, in den Videos aufgezeigt haben. Das Problem ist halt, dass es später ausgibt, die kosten teilweise 10 Millionen Credits. Und die Belohnung, die du von den Rennen bekommst, die waren vorher schon knapp, aber dadurch, dass sie durch den Patch das jetzt halbiert haben, ist es halt ein 20-Stunden-Grind, den du immer wieder dasselbe Rennen fahren und gewinnen müsstest, um halt dir ein einziges Endgame-Auto zu kaufen. 20-Stunden-Grind, um ein einziges Endgame-Auto zu kaufen. Und dann hast du es noch nicht getuned und dann hast du nur ein einziges von diesen 10 Millionen Autos. Schwierig, wie gesagt, für mich zu beurteilen. Braucht man dieses Auto jetzt unbedingt? Kann man mit dem Spiel trotzdem noch Spaß haben, ohne Geld dafür auszugeben? Ich persönlich glaube, meine persönliche Ansicht ist, dieses Spiel kann, wenn man auf Rennsimulation steht, kann das Spiel Spaß machen. Dann kann man auch, ohne dass man richtig krass grindet, damit seinen Spaß haben, weil der Rest von dem Spiel, die Aufmachung, die ganzen Daten, die ganzen Charaktere, die dir was zu den Autos erzählen, das ist sehr liebevoll. Und wenn man ein Autofan ist, ein Autoliebhaber, ich glaube, dann ist das Spiel richtig was für einen. Ich mochte auch die ganzen Inszenierungen, das Café, auch wenn es am Anfang sehr zäh ist. Es war schön gemacht. Das empfand ich als gut. Ich glaube, dann kann man Spaß haben. Wenn man jetzt halt aber so ein 100%-Fuchs ist, der unbedingt alle Autos braucht oder richtig abgeht und unbedingt halt immer alles braucht und sich diesen Druck machen lässt, ich glaube, dann hat man hier ein Problem, weil das Spiel dann wahrscheinlich mega grindy ist. Aber pass auf, jetzt kommt das Totschlagargument. Und jetzt kommt der Punkt, wo mir halt die Galle hochgeht. Das war jetzt das Spiel. Das war mein Erlebnis mit Gran Turismo 7 und aus meinem Bauchgefühl heraus meine grobe Beurteilung des Spiels. So wie man ein Spiel nach 3 Stunden eben beurteilen kann. Aber jetzt pass auf. All das ist völlig egal. All das ist scheißegal. Denn den Move, den Sony hier gebracht hat, ist eine der ekligsten und eine der widerlichsten Kotz-Drecks-Aktionen, die wir seit langer Zeit hatten. Denn was haben sie genau getan? Sie haben dieses Spiel veröffentlicht. Und sie haben die Leute, sie haben die ganzen Reviews abgewartet. Und dann haben sie das Spiel verändert. Und das war kein Zufall. Sie haben das Spiel, sich die guten Kritiken abgefangen, die hohen Werte, weil dann, klar, bekommst du natürlich recht schnell deine Dinger. Und dann haben sie das Spiel verändert, haben Belohnung entfernt, haben das Belohnungssystem verändert, haben noch ein paar andere Sachen irgendwie rausgenommen aus dem Spiel, haben auch ein paar Rennen, damit es vielleicht nicht so auffällt, ein paar mehr Punkte gegeben, dass du dadurch mehr Geld bekommst. Aber im Endeffekt war sich die Community in tausenden Kommentaren einig, dass sie wirklich die Belohnung, die man bekommt, irre nach unten gedrängt haben. Sie haben auch Rennen entfernt, die Leute am Anfang zum Grind benutzt haben, um schnell an Geld zu kommen. Damit eben die Leute jetzt Geld ausgeben in einem Vollpreistitel für die Autos. Und es ist völlig egal, wie grindy das Spiel war und wie grindy das Spiel jetzt ist. Die Aktion an sich ist der Arschloch-Move. Die Aktion an sich, das Spiel 1,5 Wochen nach Release, nachdem die Reviews alle da waren, zu verändern, zu halbieren, das Spiel dann grindy zu machen und dann auf den Zustand zu bringen, den sie sich von vornherein wahrscheinlich gewünscht haben, damit sie richtig abcashen mit einem Vollpreistitel, der richtig teuer war. Das ist der absolute Oberdrecks-Arschloch-Move. Und das ist nicht zu entschuldigen. Und deshalb ist der Hate gegenüber diesem Spiel verdient. Da geht es nicht um das Spiel selber. Und das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass ihr keinen Spaß haben könnt mit diesem Spiel. Guckt euch das Spiel gerade an. Ich zeige euch ja zwischendurch auch Spielszenen. Das sieht cool aus. Das Spiel macht bestimmt einigen echt viel Spaß. Aber diese Aktion, da rührt nämlich dieser ganze Hate in Bezug auf Gran Turismo 7 gerade her. Weil sie einfach durch einen super greedy Arschloch-Move ganz vielen Leuten von den Kopf gestoßen haben. Und das geht nicht. Und das ist der Punkt, warum ich jetzt heute hier über dieses Spiel rede, obwohl ich von Gran Turismo 7, wie gesagt, eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Aber als ich von dieser Aktion gehört habe, boah, ihr müsst euch mal vorstellen, stellt euch mal vor, ihr bekommt ein Spiel, sagen wir mal Monster Hunter. Ja? Monster Hunter, das neue Spiel wird veröffentlicht und dann kommen die Reviews und alle sind, ihr spielt ein bisschen, das Spiel macht Spaß und dann, 2 Wochen später, kommt ein Patch oder ein Update. Und auf einmal wurde die Droprate der Monster und der seltenen Drops wird gedrittelt. Auf einmal musst du übelst lange grinden, um an die Monsterparts zu kommen. Du brauchst übelst lange, um neue Rüstung zu farmen. Ja, aber dann kannst du dir ja im Shop kaufen, die Monsterteile. Oh, ist ja cool, ist ja ein Zufall. Oder stellt euch mal vor, ich spiele Breath of the Wild. Ihr könnt euch Waffen im Shop kaufen. Ja, aber ist ja nicht nötig.
Die Waffen sind zwar da im Shop, ne? Aber stört nicht. Du findest ja genug Waffen und die Waffen halten ja auch noch lange genug. So, 2 Wochen später, die Reviews sind draußen, alle feiern das Spiel. 2 Wochen nach Release, ja, Waffenhaltbarkeit halbiert. Auf einmal gehen deine Waffen viel schneller kaputt. Auf einmal musst du Microtransactions benutzen, damit du überhaupt genug Waffen hast. Das ist das Äquivalent von dem, was sie hier gebracht haben. Stellt euch vor, neues Mario Kart 8 Deluxe. Und ihr müsst euch, es gibt 100 Fahrer. Ihr bekommt am Anfang einen Fahrer. Und ihr müsst euch die ganzen Fahrer freispielen. Denkt euch, okay, ist ja nicht so schlimm. Ihr bekommt ja Münzen am Ende der Fahrten. Das Spiel macht Spaß. Zack, 2 Wochen nach Release. Ihr bekommt jetzt nur noch halb so viel Münzen. Und die Rennen am Anfang, die gut Münzen bringen, sind übrigens entfernt. Und auf einmal müsst ihr 20 Stunden an der einen Stelle grinden, damit ihr euch einen tollen Fahrer vom Ende holen könnt. Das ist das Niveau, dem wir gerade entgegenblicken. Das ist die Aktion, die hier gebracht wurde mit Gran Turismo 7. Und da muss ich wirklich sagen, pfui, Schmutz, Dreck, absolute Drecksaktion. Und ja, da wollte ich nur einmal mit euch drüber reden. Ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Erneut, wie gesagt, bezieht es nicht zu sehr auf das Spiel. Das Spiel an sich sieht cool aus, gut gemacht. Wer auf Rennsimulationen dieser Art steht, hat bestimmt seinen Spaß. Aber die Aktion an sich, das geht gar nicht. Da gibt es auch keine Ausrede für. Die Aktion an sich war Schmutz. Absoluter Schmutz. Bis zum nächsten Mal. Eutem sagt Tschüss, haut rein.